Cult of the Lamb, Folge 7 müsste das jetzt sein. Und ja, ich habe kürzlich den ersten Bischof, den Leshy, besiegt. Das ist quasi so einer der vier Endbosse. Ja, ein Herz habe ich bekommen, das muss ich jetzt im Tempel gleich opfern. Machen wir alles gleich, aber jetzt erstmal ein bisschen... Ich frage mich gerade, warum hier immer mehr Leute nicht das tun, was ich ihnen gesagt habe. Und ich habe so eine Vermutung. Es holzt keiner mehr, es macht keiner mehr Dingenskirchen. Warum ist das so? Naja, ganz einfach. Ich schätze mal, es gibt nichts mehr zum Abholzen. Mit dir los. Hat Kot gesehen. Bau ein Toilettenhäuschen. Okay. Mhm. Ich hätte dich aber auch noch, genau. Bitte verschone mich. Wie nenne ich jetzt den da? Den nenne ich jetzt einfach mal Jakob. Warum denn nicht? Das ist ein schöner Name. So, dann zynisch und erhalte Glauben beim Bau besserer Unterkünfte. Was mache ich denn mit dir? Okay, dann haben die bestimmt Hunger. Mal gucken, ob ich was zu essen kredenzen kann. Aber natürlich. Neuerdings habe ich Fisch im Angebot. Hier beten kann. Jawohl, natürlich. Die Predigt. Benötigt Fluch der Horde. Gar nicht freigeschaltet. Auf deinen Kreuzzügen tauchen drei neue Flüche auf. So, und jetzt würde ich nämlich auch eine Opferung durchführen, und zwar am liebsten die, auch wenn es hart klingt, aber ich würde am liebsten den Jakob gerne, weil er neu ist. Aber vielleicht mache ich auch einen, der immer schlechte Laune hat. Aber Jakob hat schlechte Laune. Alle haben schlechte Laune, warum? Barbatos. Ich opfere den Barbatos. Ich darf gerne, oder? Oh Gott! Tut mir leid, Barbatos. Errungenschaft, der erste Tod. Mhm. So, dann noch die Krone. Ach ja, mit dem Herz, genau.
Also, Wiedererweckung. Stirbst du zum ersten Mal auf einem Kreuzzug, kannst du wiedererweckt werden, indem du einen Anhänger opferst. Nimm täglich eine Mahlzeit zu dir, um ein Herz zu erhalten. Fokussiere deinen Geist, während du auf einem Kreuzzug bist, um sofort zum Basislager zurückzukehren. Erhalte zu Beginn eines jeden Kreuzzugs ein krankes Herz. Und was soll mir das bringen, das kranke Herz? Ich glaube, ich mache das mal. Du hast eine neue Kronenfähigkeit freigeschaltet. Nimm täglich eine Mahlzeit zu dir, um ein Herz zu erhalten. Gut, Doktrin können wir, glaube ich, noch nicht. Oder wie ist das hier? Ach, keine Ahnung. Wir Spinnchen. Kackhäufchen. Warum ist denn da dieses 1ZZZ? Das ist doch eigentlich ein Zeichen dafür, dass jemand schläft. Wer schläft denn da bei mir? Also alle schlafen, aber es ist doch nicht einer, der schläft. Es schlafen doch alle. Jakob, warum hast du kein Bett? Armer, armer Jakob. Dir gebe ich gleich ein Bett. Jetzt muss dein Bett frei sein. Hier, das ist jetzt... Das ist jetzt Jakobs Bett. So. Geht ja gar nicht. Gut, wir können Sachen freischalten. Sachen bauen, besser gesagt. Und zwar ein Zeltlager. Was stabileres Schlafgemach ist. Ach, das machen wir das Zeltlager drüber. Okay. Das ist ja cool. Tut mir aber keiner helfen oder was? Das dauert ja ganz schön lang. Des Weiteren können wir eine Leichengrube machen, aber brauche ich die wirklich? Dann Tempelschrein haben wir alles schon. Aber die Dekoration. Ich meine, ich kann so ein... Okay. Einen Brunnen hinbauen. Ich weiß noch nicht, was der bringt. Vielleicht gibt es irgendeinen Bonus oder so. Das reicht doch für einen Aufstieg, jawohl.
Jetzt die Frage: Fluch des Okkultisten auf deinem Kreuzzug tauchen drei neue Flüge auf, oder? Flüche auf. Oder erhöhe die Gesamtmenge deines Eifers, um einen weiteren Fluch wirken zu können. Nicht schlecht. Die anderen sind eh noch gesperrt. Dann machen wir das. Und dann haben wir noch so einen Ritualstein. Ritualfasten. Führe in deinem Tempel ein Ritual durch, um eine Fastenzeit auszurufen. Anhänger werden drei Tage lange nicht essen oder hungrig sein. Warum denn nicht? So, das Ritualfasten kostet aber 75. Okay, naja, gut. Im Moment würde ich es noch nicht machen. Aber ich könnte es, wenn ich wollte. Ja, da würde ich doch jetzt mal Steinmine bauen, weil offensichtlich gibt es keine Steine mehr in dem ganzen Gelände. So lustig, dass die Steinmine Steine kostet, gell? Hat die mir jetzt da auf meine Baustelle geschissen, oder was? Na, danke. Künstlicher Darmausgang. Na, schönen Dank. Mein Hunger ist passé. Ah, das dauert schon, gell. Jetzt müssten wir natürlich irgendjemanden da abstellen, der das tut. Dein Anhänger räumt Schutt weg um Stein. Wie mache ich das? Hey du Biest. Wir gehen so ein bisschen die Bärensträucher aus, finde ich. Miese Fleischmahlzeit. Der Brunnen hatte wirklich nichts weiter zu sagen, schade. Und du gehst jetzt da hinten hin und tust was? Oh ja.
Das ist schön. Was ist denn das? Eine tödliche Mahlzeit. Eine wahrhaft abscheuliche Zubereitung. Zutaten, Scheiße. Okay, nee. So sehr hasse ich meine Anhänger dann doch nicht. Im Gegenteil, ich liebe sie. Was ist mit dem los? Hier ist ein Level aufgestiegen. Der hat mir was zu sagen, oder? Danke. Ausgraben? Was ist denn das? Wieso sollte ich das ausgraben? Was ist denn das? Es wäre ein Baum gewesen, der wahrscheinlich bald geschlüpft wäre. Was ist hier los? Dann würde ich doch hier gleich mal gleich daneben so einen Holzplatz machen, wenn ich genug Holz hätte. Wie gesagt, das finde ich ja geil. Also ein Zögling ist da drin. Es tut mir zwar ein bisschen weh, aber für die gute Sache, und die gute Sache in dem Fall, dass ich ja so ein Holzteil dann bauen kann, ist das schon okay. Ja, baut das mal. Da tut ihr gut daran. Okay. Ich denke, ich müsste jetzt mal gucken, wo es für mich weitergeht. Also ich meine, offensichtlich kann ich nochmal in den Düsterwald rein, obwohl ich das eigentlich ja schon abgeschlossen habe, weil man kann da ja noch Sachen irgendwie erbeuten und ich glaube nicht, dass man da jetzt sozusagen darauf festgelegt ist, da jetzt gleich zum nächsten zu gehen. Ja. Okay, dann machen wir an der Stelle Schluss und ja, ich denke, in der nächsten Folge gehen wir nochmal wieder auf Kreuzzug. Bis dann, macht's gut. Ciao.